Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 3. Die Türen da hinten habe ich gerade eben schon ausprobiert. Ich habe mich gerade eben schon mal neu angefangen hier aufzunehmen. Und was ist? Geh raus und sterb direkt. Voll heftig. Also die Türen meinte ich jetzt. Die hatte ich nämlich nicht ausprobiert. Die sind aber alle zu. Von daher hat sich das erledigt. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Guckst du da noch irgendwo hin? Haben wir alles mitgenommen? Was hast du hier gerade gesagt? Das ist ein Hasenstoff. Ja, so. Okay, gut. Dann ist ja hier nichts mehr, ne? Ja, dann raus. Toll. Ist voll gut hier. Geh da rein! Geh da rein! La la la. Achterbahn, Achterbahn. Rein mit dir. Oh, Hilfe. So, ihr geht's schlecht, weil man stirbt ganz schnell bei diesen komischen Dingern. Wenn man rauskommt, halt gerade eben aus diesem Stoffkilladen-Dings, da bin ich gerade eben halt voll gestorben, weil sie stand halt nicht auf und dann piekst du drauf, zack, ist man tot. Jetzt komme ich nur mit einem Verbandskasten davon, ist auch nicht so dolle, aber wir haben ja hier hinter uns noch was. Genau. Ja. Und was hattest du hier nochmal gesagt? Was zum Teufel ist das? Ich habe das Gefühl, dass ich mir was Übles einfangen könnte, wenn ich es anfasse. Damit gebe ich mich besser nicht ab. Nicht, dass ich wollte. Aha. Na dann. So. Mach es aus. Gut. So. Jetzt passe ich aber übelst auf hier, dass mir nicht wieder was passiert. Dass ich jetzt ganz vorsichtig werde ich jetzt diese doofe Achterbahn entlang gehen. Und ich falle nicht runter. Nicht runterfallen. Nee, ich muss hier irgendwie nochmal irgendwann vor einer Achterbahn weglaufen. Weil das ist von der Steuerung her echt schwierig. So, ich bin schon sehr vorsichtig. Aber laufen, da knallt sie dann runter. Oh nein, sie ist wieder eingeschaltet. Bitte stirb nicht. Nein! Ich will das nie normal machen. Na toll. Wo ist sie jetzt gelandet? I hired you to find the girl, and you performed serviceably. What is it now? You lied to me about Heather, lady. I don't like being used. Lie? What lie? That Heather was kidnapped from you. But it's true. She was originally one of us. That man, Harry Mason, stole her away and kept her hidden from us. Yeah? Well, she says she was happy. She was brainwashed by him. Deceived. Because her true self had not yet awoken. She carries God within her. But when Alessa, mother of God, truly awakens... Yeah? What's gonna happen? She will usher in the eternal paradise.
What kind of place is that? A place with no pain, no hunger, no sickness, no old age. There will be no greed or war, and all will live by God's grace alone. No this, no that, no nothing. A paradise. For castrated sheep, maybe. Sounds pretty boring. I pity you. You still don't understand. You're going to kill me. Is it really so easy for you? I've done it before. Then I truly do pity you. Okay, Heather hat es überlebt. Da ist ein Kassenhäuschen. Ich kann nichts Ungewöhnliches daran entdecken. Oh, die Musik. Wo sind wir denn hier? Was ist das? Nichts drauf geschrieben. Das sollte wohl die Wartezeit oder so draufstehen. Aha. Ich schaue mich mal hier noch um. Bei ihr ist ja nichts anscheinend. Es ist ein Popcornwagen, nichts Besonderes Interessantes, aber mit dem Popcorn scheint was nicht zu stimmen, da verzichte ich lieber drauf. Aber hier würde ich ja sowieso nichts essen. Okay. Uah. Okay, bitte nicht runterfallen. Das kennen wir ja schon. Ja. Sie hat's überlebt, es muss aber schon ein ganz schön heftiger Schlag gewesen sein, da runter zu knallen. Ach, da kann ich rüber. Da kann ich nicht drüber? Warum kann ich da nicht rüber? Es sieht aber so aus. Jetzt könnte ich da rüber gehen. Ja, okay. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Ist unheimlich hier. Natürlich. Sieht aus wie ein Gruselkabinett-Ding. Spukhaus Borley. Toll, wir sind im Spukhaus. Super. Haben wir hier vielleicht irgendwelche Sachen? Nee? Was ist hier? Nix. Mhm, schön. Ich erschrecke mich jetzt schon, ganz ehrlich. Ein Spukhaus in so einem Spiel, ey. Uhu. Das ist schon etwas respekteinflößender als auf irgendeinem Jahrmarkt. Finde ich. So, und jetzt? Ach, jetzt können wir hier rum. Ah, okay. Komme ich hierher oder gehe ich jetzt raus oder wo gehe ich hin oder bin ich Welcome to the Borley Haunted Mansion. We're so glad you came. Please come inside and look around. When you feel you're ready, then go through the door. Toll. Wie ready fühlen wir uns denn? Weiß nicht. Geht so. Wie sieht's aus mit Vorräten? Wir haben auch noch Patronen wieder für die Pistole. Das finde ich schon mal nicht schlecht, aber wir schauen einfach mal, was auf uns zukommt. Ich weiß nicht, ob hier richtige Gegner drin waren. Oh. Help! Do you hear those voices? A family of four was sliced into bloody pieces in this room. Oh, the cries of the children. The murderer was caught. Do you know why he said he killed his family? Nee. Because I felt I had to. Mm-hmm. Anyway, I'm lying. It's all just a joke. I wanted to scare you, that's all. The truth is, only one person died.
By suicide. Okay, die ganze Sache mit dem Familienmord war also erfunden. Aber wenn das stimmt, wo kommt dann das ganze Blut her? Könnte es sein, dass der Selbstmörder selbst mehrere Leute umgebracht hat? Oh, wie kann ich nur so dumm sein? Das ist ein Spukhaus, natürlich ist alles nur erfunden. Was habe ich mir nur gedacht? Weiß ich nicht. Hallo, du hast so viel erlebt. Hier ist doch sowieso alles krank. Ich würde alles ernst nehmen, auch wenn es nur ein Spukhaus ist, aber... okay. Was kommt als nächstes für ein Raum? Oh. Oh nee. I. Hallo? Wer bist du? Ah! Okay. That's Danny. A quiet young man, but quite friendly, as you can see. He was so eager to meet you. He grew up in New Orleans, but came here after first losing his way. Oh, maybe you might know. Where is the path to heaven? Mhm. Ist nur eine Puppe, die da auf dem Stuhl sitzt. Ist Danny die Puppe oder ist Danny dieses hängende Ding? Na egal, unwichtig. Der hängende Mann blockiert den Weg. Er ist faulig und ekelhaft und ich will da nicht näher dran. Wer auch immer es war, er tut mir leid. Was mache ich jetzt? Dadurch gehen? Oder? Wo? Nee, kann ich ja nur hier in den Exit-Raum, ne? This mansion is quite old, so please watch your step. Sometimes the floor suddenly gives way. And beneath the floor, there's nothing. Okay. Oh nein. Ich habe Angst. Ich habe Angst, da lang zu laufen. Oh oh. I am so sorry. This place is just falling apart. The mechanism is broken, you see. It wasn't supposed to stop there, I assure you. Okay. Was ist da auf der linken Seite noch? Weiß ich nicht. There's the exit. I hope you enjoyed your tour. Please, come back anytime. Or if you'd prefer, we could come and visit you instead. Oh, unheimlich. Okay. That was supposed to be the exit, but it seems that no one wants you to leave. Everyone really likes you. They want you to stay with them forever. I have to agree with them. Don't be afraid. Scheiße. Dying is much easier. Ich erinnere mich noch. Ja, halt die Klappe da im Hintergrund. Ich erinnere mich an den Flur mit dem Roten. Da habe ich gerade dran gedacht. Und ich weiß, dass man vor diesem roten Ding flüchten muss. Und die Scheiße ist echt... Ich habe keinen Bock, das jetzt alles nochmal zu machen. Wo setzt dieses Spiel denn jetzt bitte fort? Mein letzter Speicherpunkt ist ewig her. Man konnte nirgendwo speichern. Das hätte ich doch gesehen. Oh, das gibt's nicht, oder? Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Ich will nur einen Speicherpunkt. Die ganze Videosequenz... Och, leck mich doch, Spiel. Da muss ich irgendeinen Speicherpunkt übersehen haben. Das gibt's doch nicht. Bis gleich. Da bin ich wieder. Auf ein neues. Ah, nein. Wants you to leave. Everyone really likes you. They want you to stay with them forever. Scheiße, scheiße, mach schon. I have mach. To agree with mach. Mach. Mach, 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 mach. Oh, geschafft. Nein, nicht schon wieder. Kommt das hier nochmal? Nein, es kommt nochmal. Nein! Okay, ich erkläre gleich was. Nee, nee. Oh Gott, nein! Mach, 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 mach. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Oh Gott. Nicht noch eine Runde, bitte nicht noch eine Runde, bitte nicht noch eine Runde. Was ist hier? So, kurze Pause. Da war ein Speicherpunkt, das war mein Fehler. Da war vor dem Spukhaus, da an dem Häuschen an der Seite ein Speicherpunkt, den habe ich voll übersehen. Egal.
Nein, jetzt kommen die Riesigen. Lasst mich. Nein. Hier, da gehe ich rein. Sieht gut aus. Was ist hier? Was ist hier? Ah! Was ist hier? Nein. Lasst mich. Oh Gott. Hier, kannst du da rein? Nee. Hier hoch. Oh, scheiße. Oh, die folgen mir hier bestimmt, ne? Oh Gott. Was mache ich denn jetzt hier? Ja, keine Zeit und so. Ist hier irgendwas? Hier ist bestimmt irgendwas dran, oder? Das sieht so komisch aus, diese Konstruktion. Habe ich mich erschrocken? Nein. Lass mich. Lass mich, komm. Schlag zu. Mach ihn platt. Mach ihn platt. Mach ihn platt. Richtig platt. Scheiße. Ist er tot? Oh, ihr geht's nicht gut. Boah. Schlimm hier. Ich hab da, hier muss irgendwas hier an diesem Hebel. Kannst du doch bestimmt irgendwie ziehen oder so. Da. Säule hier. Könnte das nicht funktionieren? Ja, dann mach doch damit mal was. Kann ich da irgendwas mitmachen? Oder muss ich was einschalten erstmal? Hier, Batterie, nee. Gegenstände eher. Haben wir irgendwas? Hier, verwende das. Betriebsschalt, nee, das, nee. Nee. Hier, die kannst du mal wieder ausrüsten, obwohl ich schnell sein muss. Ich habe aber nichts. Ich habe nichts und ich nehme jetzt mal zwei von meinen Ampullen. Oh, schlimm hier. Da muss man doch irgendwas machen können. Oh. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, sagt sie. Kann ich da unten was machen? Diese Säule hier, könnte das nicht funktionieren. Mich irritiert total dieser Hebel. Aber sie sagt ja immer nur, ja, kann das so funktionieren? Ja, dann muss ich ja nochmal runter, oder was? Die laufen hier unten aber rum. Hier, kannst du da was machen? Kannst du da nicht rein? Ich will hier nicht rumlaufen. Lass mich. Kannst du da was machen? Scheiße. Kannst du da rein? Nein? Kannst du den mal tot machen? Mach den tot. Wie steckt der denn ein? Ja, endlich. Ja, komm. Stirb. Tot. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Ruhe. Kannst du da wirklich... Nee, das ist ja Quatsch, weil hier waren wir ja schon drauf. Jetzt hat sie bestimmt ordentlich was eingesteckt. Fühlt sich auch so an. Geht aber sogar noch. Ja, ich verballer hier gerade meine Verbandskästen, auch nicht so schlau, aber... Dann habe ich hier mal ein bisschen Ruhe, weil ich gerade nicht kapiere, was ich hier machen soll. Da ist der andere Bereich. Soll ich da jetzt wieder hin? Das macht mich halt immer so unruhig, wenn die da sind. Da ist wieder eine Leiche und so. Aha, schön. Da, dann mach doch mal da was mit der Säule. Da ist nichts. Ist hier noch was? Hier ist ein Tor. Hier ist ein... Komm ich da nicht her? Komm ich hier nicht her? Nee, hier kommt... Nee, ne? Ah! Nee! Nee, was ist hier denn los? Nee, nee, nee. Da kann ich durch. Was? Kann ich hier was machen? War ich hier? Nee, hier war ich noch nicht. Ein Werbezettel für ein Kindermusical. Er wurde wohl auf dieser Bühne aufgeführt. Jetzt ist alles leer, aber ich wette, damals war es gerammelt voll.
Mhm. Hier war ich noch nicht. Vielleicht kann ich hier ja was machen. Was ist das hier? Werbezettel. Okay. Ist das eine Karte? Es geht um Hui Pferd. Hui Pferd, eines der Parkmaskottchen. Aber alle Informationen, die ich jetzt gar nicht gebrauchen kann halt und so. Ist das was für uns? Oh, ich dachte, da liegt was Cooles, aber nein. Popcorn. Gibt's bestimmt noch irgendwas. Hier kannst du hoch. Wieder der Werbezettel. Was ist ein Schuh? Einen roten Schuh. Ich hab einen roten Schuh gefunden. Okay, das ist unten. Ist hier oben noch was? Scheiße. Ist voll unheimlich hier, ey. Kacke nochmal. Aber es ist gut, dass wir hier waren, denn hier ist dieser rote Schuh. Und ja, den brauchen wir anscheinend. Wo guckst du hin? Du guckst hier noch voll hin. Das hier? Nee? Hä? Nee? Wo guckst du denn? Hä? Ja, wo guckst du denn hin? Hier. Ich hab eine Kette. Ah, die Kette kann ich bestimmt gebrauchen. Yay, okay. Das war die Kette, die war aber sehr unscheinbar, muss ich sagen. Na gut, aber dann haben wir ja, was wir wollten, oder? Hoffe. Ist einfach nur die andere Seite, oder? Ja, kann man von zwei Seiten hoch und runter. Alles klar, war ein bisschen irritierend. So, wo komme ich jetzt her? Von da? Nee. Von hier? Da. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Hier ist der Platz, wo wir waren, ne? Weil hier ist keiner mehr jetzt. Und wir haben das Monster besiegt. Genau. Hey, super, dann kann ich da jetzt rauf. Und vielleicht diese Kette benutzen. Das wäre toll. Hier. Mach das mal. Benutz mal hier diese Kette. Das könnte doch vielleicht funktionieren. Die war aber, wie gesagt, so unscheinbar. Ja. Sie hat einen Haken und so. Diese Hälfte ist okay. Ich mache aber besser was mit der anderen. Aha. Was denn? Die vielleicht hier ranmachen? Keine Zeit? Was soll ich denn jetzt mit... Was? Wo ist denn jetzt die Kette? Ach hier, die liegt hier. Kannst du das nehmen? Macht sie das jetzt automatisch oder... Es ist gut, so hat sie gesagt. Ah, okay, die Kette ist noch im Inventar. Dann nimmt sie automatisch die andere Hälfte. Gut, okay, dann kann ich die denn mal befestigen? Weiß nicht. Hier, guck mal, das ist offen. Das war doch vorher nicht offen, oder? Patronen. Super. Her damit. Voll gut. Okay, dann... Schalter ist auf aus. Welchen Zweck hat es denn, ihn einzuschalten? Vergiss es. Moment, müssen wir die Kette irgendwo befestigen? Wo denn? Hier am Gitter? Geht das? Kannst du hier irgendwie das einfach... Nee. Hat einen Haken an den Enden? Muss man das irgendwo ranmachen können? So eine Türschein verschlossen. Aber kannst du es an die Tür machen? Damit wir da vielleicht auch durch können? Jawohl! Ich will durch die Tür! Und deswegen macht sie das daran. So, einschalten. Tada! Tada! Wir können durch. Und 1000 Monster, die uns entgegenkommen wahrscheinlich. Oder so, vielleicht.